Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Das erwachte Kollektiv, Gitternetzarbeiter und Bodencrew, der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 17. Februar 2023. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der Arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir hören uns alle eure Bitten an und wir konzentrieren uns darauf, welche dieser Bitten wir zuerst beantworten. Mit anderen Worten, wir müssen auf der Grundlage unserer Beobachtungen und unserer Erkenntnisse über die Menschheit entscheiden, wofür ihr bereit seid und wofür nicht. Aber in letzter Zeit drehen sich die Bitten, die wir von euch bekommen haben, vor allem darum, in einer friedlichen Welt zu leben und in einer Welt, in der die Menschen gedeihen können, in der sie harmonisch leben und sich entfalten können. Und wir sehen all diese Bitten als ein Zeichen dafür, wie gut es euch als menschliches Kollektiv geht. Wir sehen nicht so viele Bitten um großen Reichtum, Macht und Autoritätspositionen, denn diejenigen unter euch, die wach sind und sich an uns wenden, wissen, dass dies die Holzwege sind. Es sind Wege ohne Substanz. Ihr habt alle erkannt, dass das, was ihr dort tut, viel mehr ist als ein perfektes Leben in der dritten Dimension. Ihr seid dort, um zu wachsen, euch auszudehnen, euch weiterzuentwickeln und anderen dabei zu helfen, das Gleiche zu tun. Ihr seid dort, um schließlich aufzusteigen, und wir sind hier, um euch dabei zu helfen. Wir helfen gerade jetzt, indem wir mit den Gitterlinien der Erde arbeiten. Es gibt vieles, was noch in die physische Umgebung der Erde gebracht werden muss, und es gibt vieles, was geheilt, losgelassen, vergeben werden muss und so weiter. Wir möchten, dass ihr wisst, dass ihr auf unserem Radar seid und dass diejenigen von euch, die sich freiwillig gemeldet haben, um unsere Bodencrew zu sein, zum Einsatz gerufen werden. Wir sehen, wie eure Geistführer dabei helfen, eure Kronen zu öffnen und euren Körpern die Upgrades zu geben, die sie brauchen, damit ihr diese wunderbaren Kanäle sein könnt und der ganzen Menschheit helfen könnt, indem ihr die Energien verankert, die benötigt werden, um allen Menschen auf der Erde zu helfen, in Frieden und Wohlstand zu leben und sich frei zu entfalten, egal woran sie teilnehmen wollen. Dies ist eine entscheidende Zeit für die Menschheit und wir sehen, wie das Kollektiv der Erwachten aufsteht, um die Gitternetzarbeiter zu sein, zu denen ihr geboren wurdet. Und wir sehen auch, dass ihr euch dadurch miteinander verbindet, mehr für euch selbst verankert und über das hinausgeht, was ihr in eurem physischen Leben auf der Erde je erreicht habt. Die Belohnungen sind unmittelbar und zahlreich. Und diese Gitterarbeit muss keine Arbeit sein. Es soll Spaß machen, Freude bereiten und spielerisch sein. Ihr alle geht mit offenem Herzen und hoch erhobenem Kopf voran und denkt daran, die neue Erde mitzugestalten, die den Raum für ein Leben in Freiheit, Freude und Begeisterung schafft. Dies ist das neue Zeitalter, das euch versprochen wurde. Und dies ist die Zeit und die Art und Weise, in der ihr alle es verwirklichen werdet. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.